liebe Whisky-Freunde, heute stelle ich euch einen meiner absoluten Lieblingswhiskys vor. Und weil wir schon letztes Mal beim Rudi waren, ist mir der gleich wieder in den Sinn gekommen, weil den habe ich von ihm einmal zu Weihnachten oder zum Geburtstag geschenkt gekriegt, weiß ich nicht mehr genau. Der Glenrothes 12 Years Old. Der ist ausschließlich in Sherryfässern gereift, 12 Jahre alt, 47 Volumenprozente, nicht gefärbt, wahrscheinlich aber kühl gefiltert. Er wird beschrieben mit Vanille, Wassermelone und Zimt, dem kann ich tatsächlich beipflichten. Ich habe dann da noch ein paar kräutrige Noten in der Nase, so ein bisschen Kamillentee und so weiter, aber das rieche ich tatsächlich relativ häufig bei Whisky, ich weiß nicht an was das liegt, aber im Geschmack hat er diese leichten Zimtnoten, Vanille, eine schöne lockere Eiche, ist mit seinen 40 Volumenprozent natürlich extrem angenehm zum Trinken und auch preislich, finde ich, liegt der noch in einer guten Region für einen 12-Jährigen. Also da, den, wie man sich mal gönnt, da macht man eigentlich alles richtig. In diesem Sinne wünsche ich allen einen guten Wochenstart, noch einen schönen Montag. Macht es gut. Pfiat euch.